Heute hier mal direkt bei mir aus meiner kleinen Werkstatt ein Video, und zwar stellvertretend für viele andere VWs zeige ich euch heute an einem Golf 4 aus dem Baujahr 2002, wie man einen bekannten Fehler am ABS-Steuergerät sehr einfach und sehr schnell für 0 Euro reparieren kann. Dazu gehe ich jetzt mal um die Ecke und fahre das Fahrzeug mal hier bei mir vor die Werkstatt. Bevor wir jetzt das ABS-Steuergerät reparieren und hier aus dem Fahrzeug ausbauen, klar, zeige ich euch natürlich erstmal, wie die Fehlerdiagnose hier aussieht. Na, man sieht ja hier, die ABS-Lampe ist an im Fahrzeug, kriegt ja natürlich auch kein TÜV mit. Ich habe jetzt hier, um den Fehler auszulesen, das VCDS-Programm hier als Diagnosesoftware. Und dann schauen wir mal, was er hier für einen Fehler hat. Und da zeigt er uns nämlich an den Fehlercode 1276, Hydraulikpumpe, ABS V64, Signal außerhalb Toleranz. Wenn man den Speicher löscht, dann kommt der Fehler auch sofort wieder. Das heißt also, dass hier ein permanentes Problem besteht. Und dieses Problem, um das es hier geht, besteht hier in der eigentlichen Elektronikplatine von dem ABS-Modul. Diese ABS-Elektronik, die sich hier unterhalb des Hydraulikblocks am ABS-Steuergerät befindet, die müssen wir eigentlich nur ausbauen. Hier in dem Video nehme ich aber das ganze ABS-Steuergerät komplett hier aus dem Fahrzeug raus. Das hat den Grund, dass ich euch besser zeigen kann, wie man diese Elektronik, die von unten eigentlich nur mit 4 Schrauben dran ist, am Fahrzeug abmontieren kann, wenn noch alles eingebaut ist. Dann kann man halt schlecht sehen. Da kommt man halt von unten mit der Kamera nicht dran. Da muss man einfach wissen, wie und wo, an welcher Stelle man diese 4 Schrauben, die da sind, nur löst. Für alle die, die das Steuergerät natürlich trotzdem ausbauen wollen, ja, da mache ich hier oben mal so einen Link. Ne? Da ist ein anderer YouTube-Kollege, der den Ausbau ganz gut beschreibt. Ne? Ganz kurz nochmal von mir zur Erklärung. Ihr müsst hier diese Schrauben hier von den Hydraulikleitungen, ne? Die müsst ihr losmachen. Am besten auch danach ein Stopfen draufsetzen, dass die Flüssigkeit nicht rausläuft. Dann gibt es da hinten und hier vorne noch eine 10er Mutter. Ne? Die müsst ihr dann auch losdrehen. Dann ist hier der Zentralstecker, der muss ab. Ja, und dann kriegt man das ganze ABS-Teil hier nach unten so rausgefummelt. Ja, ich baue das Ding jetzt hier mal aus und dann sehen wir uns gleich oben erstmal in der Werkstatt wieder und dann gucken wir uns mal die Elektronik aus der Nähe an. So sieht dann der fertig ausgebaute ABS-Block aus. Besteht hier oben aus dem Motor, dann hier aus der Hydraulikeinheit, das ist so ein Aluklotz, wo die Ventile drin sind, und hier unten ist dann die Elektronik, und das hier sind die 4 Schrauben, die man dann im Fahrzeug von unten lösen muss, damit man den Elektronikteil hier abbekommt und das ABS-Steuergerät dann in der Hand hat und der Rest im Auto bleibt. Dann muss man auch hinterher nichts entlüften, sondern kann nachher beim Zusammenbau einfach nur die 4 Schrauben wieder reinsetzen und den ganzen Kram dann hier wieder festmachen. Hier ist übrigens der Anschluss von dem Hydraulikmotor. Also wenn man den mal prüfen will, dann muss man den Stecker hier abmachen im Fahrzeug und kann dann hier auf die Leitung 12 Volt drauf geben. Da muss der Motor laufen. Das tut er hier. Das habe ich schon geprüft. Der Fehler ist also hier in der Elektronik. Dann nehmen wir jetzt mal diese schwarze Kiste hier runter und schauen uns mal die Elektronik aus der Nähe an. Ja, das ist dann hier die Elektronik mit den Magneten hier oder Magnetspulen, die dann hier diese Ventile betätigen. Das Teil bleibt dann hier im Fahrzeug drin, da läuft auch keine Hydraulikflüssigkeit aus, da kann nichts passieren. Das kann man dann einfach so im Fahrzeug hängen lassen und später dann wieder die reparierte Elektronik einfach da wieder draufstecken. Jetzt sind hier noch so ein paar Sicherungsringe dran. Die können wir einfach mit dem Schraubenzieher lösen. Da gehen wir hier unten drunter und hebeln die dann ab. Um jetzt das Gehäuse hier zu öffnen, da muss man dann hier mit dem Teppichmesser in diese Ritze hier rein. Da ist nämlich so ein Kleber oder Silikon drin, wo das Gehäuse wasserfest mit verklebt ist. Das ist jetzt ein bisschen nervig, da muss man halt sehr, sehr häufig
dann hier mit dem Teppichmesser immer wieder dieses Gehäuse rein, ne, bis man dann so ein bisschen Spiel kriegt. Und irgendwann mit ein bisschen Fummeln geht das Ganze dann auch ab. Und dann kriegt man die beiden Hälften hier auch eigentlich ganz sauber voneinander getrennt und kommt dann an die Elektronik dran. So, dann versuche ich das jetzt mal so ein bisschen abzuhebeln hier. Ja, da bewegt es sich schon. Mit ein bisschen Gefühl kriegt man es dann irgendwann auf. Ja, und da haben wir den auf. So. An dieser Elektronik schaut ihr euch dann mal hier diese beiden Lötstellen an. Ich versuche mal, das hier ein bisschen näher darzustellen. Und da sieht man hier schon ganz deutlich, diese beiden Lötstellen, die haben sich hier von der Platine gelöst. Und das ist nämlich genau hier der Anschluss für den Hydraulikmotor. Ja, deshalb macht er den Fehler. Der Hydraulikmotor kriegt nämlich hier keinen Kontakt. Das merkt die Elektronik und deshalb gibt er den Fehler mit dem Hydraulikmotor raus. Den kann er nämlich nicht ansteuern, weil hier kalte Lötstellen sind. Wenn ihr die Elektronik dann einmal aufhabt, schaut euch auch mal die Anschlüsse oder Verlötungen der Magnetventile an. Das sind dann immer hier diese, da, da, da und da. Da können nämlich dann auch schon mal kalte Lötstellen entstehen. Und dann habt ihr nämlich den Fehler drin, dass der euch anzeigt, dass eins der Hydraulikventile nicht funktioniert. Das liegt dann daran. Aber am gängigsten ist hier diese Lötverbindung von dem Motor. Die löten wir jetzt alle mal nach und dann ist diese Reparatur eigentlich auch schon erledigt. Also ich mache es immer so, wenn ich so ein Steuergerät einmal auf habe, auch wenn hier nur diese beiden Lötstellen jetzt offensichtlich das Problem sind. Ich löte die alle komplett nach, die so verdächtig sein könnten. Dann geht das Gerät auch nicht nochmal kaputt irgendwann und der Kunde ist dann auch zufrieden. Und dieses Steuergerät wird noch ein paar Jahre wieder halten. Hier sieht man das Ganze nochmal in einer Nahaufnahme, wie es dann sauber nachgelötet aussehen muss. So, um das Ganze dann wieder dicht zu kriegen, habe ich hier so ein bisschen Kleber. Ne, da ist so eine Art Silikon, das wird auch für Karosserieabdichtungen verwendet. Das ist ein bisschen flexibel. Das schmiere ich jetzt hier auf den Deckel drauf. Und dann brauchen wir das einfach nur wieder zusammenzustecken. Und dann hier zusammendrücken. So, da kommen diese Ringe hier wieder drauf. Den Block hier kann man dann im Fahrzeug wieder von unten an die ganze Sache hier dran schrauben. Ich baue das jetzt hier oben mal so weit wieder zusammen und dann gehe ich runter ins Fahrzeug, baue das ABS-Steuergerät komplett mit Hydraulikblock wieder ein, entlüfte alles und dann schauen wir uns das Ganze nochmal mit dem Diagnosesystem an, ob der Fehler jetzt wirklich weg ist. Aber soweit war es das, mehr muss man nämlich hier nicht machen. Das sind nämlich nur die kalten Lötstellen, die man da beseitigen muss. Wenn man sich jetzt Arbeit sparen will und den ganzen Kram hier nicht auseinander machen will, dann kann man auch hier in dem Bereich dann mit so einem kleinen Schleifwerkzeug oder Bohrwerkzeug sich so eine Ecke aus dem Plastik raustrennen und dann hier die beiden Lötstellen eben nacharbeiten. Das ist jetzt nicht die schönste Lösung, aber es gibt ja so Hobbybastler unter euch, die sich möglichst wenig Arbeit machen wollen. Kann sich jeder selbst überlegen, ob er den Weg geht oder nicht. So, jetzt wird's spannend. Steuergerät ist jetzt fertig repariert und schon im Fahrzeug wieder eingebaut. Ich schalte jetzt mal hier die Zündung wieder an. Dann sieht man, dass jetzt hier die ABS-Lampe sogar von alleine wieder ausgegangen ist. Ja, als nächstes oder zum guten Schluss, ja, schauen wir uns natürlich trotzdem mal hier die Diagnose mit dem VCS nochmal an, ob da auch wirklich alles jetzt nach der Reparatur in Ordnung ist. Ja, Fehler ist natürlich noch abgelegt hier im Fehlerspeicher. Dann gehen wir hier mal auf Löschen. Ja, natürlich sind wir sicher. Ja, Fehler erfolgreich gelöscht. Jetzt gehen wir nochmal hier zurück auf die sogenannte Stellglied-Diagnose. Dann zeige ich euch mal, was hätte eigentlich passieren müssen vorhin.
Und zwar geht man dann hier auf Start bei diesem Programm. So, und wenn man jetzt mal leise ist und genau hinhört, dann hört man so ein ganz leichtes Brummen und die ABS-Lampe blinkt jetzt. Ja, das ist nämlich die Pumpe, die jetzt hier mit dieser Stellglied-Testfunktion angesteuert wird. So, und jetzt kann man hier noch ein paar Testzyklen mit verschiedenen Funktionen durchgehen. Das brauchen wir aber nicht, weil wir ja eigentlich nur die Pumpe repariert haben oder respektive hier nur die Lötstelle wieder schön gemacht haben. Und ja, der Beweis, dass es funktioniert, ne, den sehen ja jetzt hier alle. Und da würde ich sagen, ist diese Geschichte hier an der Stelle für 0 Euro repariert. Zum guten Schluss starte ich natürlich nochmal das Fahrzeug und gucke, ob alles in Ordnung ist und mache eine Probefahrt. Das sieht gut aus. Soweit sind wir mit der Reparatur. Fertig, alles erfolgreich. Für alle, die es interessiert, hier noch kurz die Geschichte zu dem Fahrzeug. Die Kundin war natürlich beim Vertragshändler mit diesem Fehler ursprünglich mal gewesen, wo die seit langen, langen Jahren Kundin ist und auch bestimmt schon eine Menge Geld gelassen hat. Ja, da wollte man ihr nicht unbedingt mehr helfen. Da wollte man ihr eher zum Neukauf eines schönen neuen Fahrzeugs raten. Okay, kann sich jeder selber was darüber denken. Die Kundin ist dann anschließend noch zu einer kleineren Werkstatt gefahren, die ich auch kenne und wo ich eigentlich gedacht habe, dass die kompetent sind. Das hat sich hier seit dieser Reparatur erledigt, weil die haben nämlich gleich pauschal gesagt, okay, ist total kompliziert zu reparieren und dies und das und Riesengeschichte haben die dir erzählt. Letztendlich wollten sie dann ein gebrauchtes Steuergerät einbauen und nur für den Einbau dieses Steuergeräts wollten sie ein paar hundert Euro haben. Plus natürlich noch den Kauf des gebrauchten Steuergerätes. Der lag bei 700 Euro, also die Kundin sollte da auch knapp 1000 Euro lassen, nur um dieses Steuergerät gegen ein gebrauchtes zu tauschen. Ja, muss ich sagen, hört sich gar nicht gut an in meinen Ohren, würde ich nie machen. Also da gibt es andere Möglichkeiten. Erstmal gibt es eine Menge Firmen, die so ein Video, wie ich hier gemacht haben, professionell anbieten. Das heißt also, die haben professionellen Reparaturservice, diese Firmen. Da kann man so ein ausgebautes Steuergerät oder Elektronik hinschicken. Da bezahlt man zwar auch ein bisschen Geld für, aber dann kriegt man es professionell ins Land gesetzt zurück. Ne, die Möglichkeit, die ich euch jetzt hier gezeigt habe, kann man natürlich auch machen, ne, indem man das Steuergerät aufmacht und die Lötung selber vornimmt. Und eine andere Alternative ist natürlich auch, dass man hier sich bei einem, ja, sag ich mal, Online-Auktionshaus so ein günstiges Gebrauchsteuergerät kauft. Die gibt es teilweise für 30, 40, 50 Euro. Ich habe hier auch immer eins in Reserve rumliegen, wo ich weiß, das ist in Ordnung, dass man mal in einem Fehlerfall auch mal was prüfen kann und mal tauschen kann. Ja, kann sich jeder selber seine Meinung drüber bilden. Ich tendiere natürlich immer dazu, Sachen zu reparieren, bevor ich sie wegwerfe oder austausche. Ja, das halt noch als wichtige Information für euch. Und noch eine schöne Sache, die jetzt noch am Ende von dem Video kommt, ist nämlich die Entlüftung der Bremse. Ja, da möchte ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Ich sage nur eins, die Kundin ist jahrelang, ich habe die Rechnung gesehen, bei einem großen, ich betone es nochmal, Platzhirsch hier, was diesen Zwei-Buchstaben-Konzern angeht. Kundin hat da auch, wie gesagt, Tausende von Euro gelassen. Und ich finde, ja, dann sollte man auch mal seine Arbeit richtig machen, weil das, was auf den Rechnungen draufsteht, ist meiner Meinung nach, ich behaupte mal, seit mindestens 10 oder 15 Jahren nicht mehr gemacht worden. Ja, schaut mal selber hier, ne, am Ende blende ich euch mal ein. Ich sag nur eins, Bremsflüssigkeit wechseln. Also, bis bald.